mal kurz fragen. Ich mache nämlich für Feuerlöscher so einen kleinen Feuerlöscher TV, so einen kleinen Film. Und ich nehme meistens keine Gesichter auf. Und ich brauche aber noch ein paar Statements zum Weltfrauentag. Und ich sehe gerade Viva la Vulva. Vielleicht kannst du dazu mal kurz was sagen. Was ist denn das? Viva la Vulva? Wie ist das so sagen? Für eine Aktion oder? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Erklär mal bitte. Das ist von der AIDS-Hilfe Chemnitz. Aber ehrlich gesagt, okay. Also wir feiern das weibliche Geschlecht. Werde ich gerade live aufgenommen? Nee, nee, ist nur auf Band, aber ist noch nicht live. Okay. Nee. Okay. Ist voll also ist jetzt nur unter uns. Kannst du auch sofort wieder löschen. Nee, alles gut. Ja, also wir feiern das weibliche Geschlecht, deswegen sind wir heute hier und deswegen tragen wir diesen Beutel. Und dass wir damit Werbung für die AIDS-Hilfe machen, finden wir eigentlich auch nicht schlecht. Super. Okay. Ja? Und sonst noch irgendwie ein Statement zum heutigen Tag? Ich habe zum Beispiel im Fernsehen über Argentinien gerade gesehen, was da für eine Bewegung, der Feminismus, ist eine Volksbewegung da und das hat mich richtig mitgerissen. Da dachte ich, ja, ich muss auch. Deswegen habe ich auch dieses Schild gemacht, Solidarität ist die Kraft der Frauen. Ja, so in der Hoffnung, dass das vielleicht hier auch mehr so eine Volksbewegung wird. Okay. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall notwendig. In puncto sexuelle Gewalt gegen Frauen scheint sich ja nicht viel geändert zu haben. Wir hören es ja jeden Tag in den Nachrichten von absoluten Horrorfällen. Deswegen ist Feminismus weiterhin eine Notwendigkeit für mich. Nicht nur deswegen. Okay, danke schön. Also wie geht's auf Feuerlöscher TV? Überhaupt noch was. Also wir Frauen auf der Straße, jedes Jahr das immer dieselben Themen. Und ich möchte jetzt mal was Positives hören, was mich wieder irgendwie motiviert und an diesen Protest glauben lässt. Seit 30 Jahren gehen wir gerne, jetzt guck hier, gehen wir gerne mit am 8. März auf die Straße. Ob das schon was bringt oder nicht. Weil wir aus Tradition einfach laufen. Ja, genau. Wir gehen ja spazieren. Wir gehen ja spazieren, genau. Aber wir wollen auch die jungen Frauen unterstützen und Mut machen. Das hat ja schon mal was gebracht in den 70er, 80er Jahren. Und dann kann es ja vielleicht diesmal auch noch mal was bringen. Mhm. Ne? Und es gibt noch ein paar Themen, die auch noch was bringen können. Ja, weil welches Thema mich jetzt persönlich zum Beispiel nervt, wenn gesagt wird, wir brauchen denselben Lohn wie die Männer. Und ich gucke mir an, die Löhne sind in den Keller gegangen. Da kann man solche Forderungen ja auch nicht mehr stellen. Das stimmt. Mehr als die Männer, könnte man ja sagen. Das ist aber auch scheiße. Ich meine, das betrifft ja alle letzten Endes, auch die Männer, dass wir hier einfach keine Löhne mehr haben, von denen wir normal leben können. Ne? Das also die meisten müssen aufstocken oder so. Und die Arbeit hat sich verdichtet. Also und das kommt auch. Ja noch hinzu. Ja, also wirklich. Ja, also bedingungsloses Grundeinkommen, ne? Ja, aber nur für Frauen, ne? Ja, genau. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ist dann auch besser finanzierbar, wenn es. Ja, genau.